Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Leute jagen einen Ball hinterher und am Schluss gewinnen immer die Deutschen. Dieser Ausspruch stammt von Gary Lineker. Und zwar nach der Halbfinalniederlage 1990 in Turin gegen Deutschland. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Bundesrealgymnasium Bad Fürslau-Gemfern zur Buchpräsentation Spannungsfelder im Fußball. Alternative Wege in der Ausbildung. Mein Name ist Christian Bock, ich bin von der Online Football Akademie und ich darf Sie heute durch die Buchpräsentation führen. Damit nicht immer unsere Lieblingsnachbarn gewinnen, machen sich in Österreich viele Menschen Gedanken, wie sie den Fußball weiterbringen können. Und wegen so eines Experten sind wir heute hier. Eigentlich sollte jetzt die Begrüßungsworte der Direktorin stattfinden, doch die ist leider erkrankt. Wir wünschen ihr auf diesem Weg gute Besserung. Ja, der richtige Weg zum Start, der Weg zum Fußballfundament, der Fußballkompass, diese Bücher hat er bereits rausgebracht. Heute, 11.12.2019, startet sein viertes Buch. Spannungsfelder im Fußball, alternative Wege in der Ausbildung. Was es mit diesem Buch auf sich hat, das soll er Ihnen aber jetzt gleich selbst erzählen. Und begrüßen Sie mit mir Herausgeber und Mitautor Dominik Vogelsinger. Ja, Dominik, damit sich der Fußballsport weiterentwickeln kann, braucht es Menschen, die über den Tellerrand blicken. Ihr habt in eurem Buch über den Tellerrand geblickt. Erzähl uns einmal ganz kurz, überblicksmäßig, was es bei euch im Buch geht. Ja, vorweg muss ich sagen, einmal herzlich willkommen hier in Gemfern. Freue mich, dass mir immer wieder Freunde von mir eintreffen und muss vorweg auch entschuldigen die Frau Direktorin Claudia Liebel, die krankheitsbedingt ausfällt. Wir werden das aber trotzdem korrekt über die Bühne bringen und wir werden ihr dann auch offiziell, wenn sie zurückkommt, ein Buch übergeben. Ja, was hat es auf sich mit diesem Buch? Und zwar haben das wirklich vier Freunde geschrieben, die sie über verschiedene Wege getroffen haben. Und ja, es beginnt bei Rolf Landal, den ich sehr, sehr schätze, bei Walter Franta im Torhüterbereich, bei Harald Weber, denn da sage ich dann noch einige Worte dazu, ja, und meine Wenigkeit. Alle vier Personen sind menschlich unfassbar stark und für mich einer der besten Trainers, die es in Österreich oder im deutschsprachigen Raum gibt. Spannungsfelder im Fußball hat mehrere Themen, und zwar, ich beginne bei Rolf Landal, der beschreibt den Weg A über die Akademie zum Profitum und Plan B nicht über die Akademie. Und wir sehen immer wieder Spieler, oder in weiterer Zukunft werden wir auch sehen, dass immer mehr Spieler nicht über die Akademie rauskommen werden. Und Rolf Landal hat es unfassbar gut beschrieben. Dann haben wir noch mit Walter Franta, der beschreibt sein VCK 33 Torhüterbereich. Ja, ich habe ihm schon einmal gesagt, Walter, ich bin kein Torhütertrainer, aber er geht sehr, sehr ins Detail, ist für mich, habe ich vorhin schon erwähnt, einer der größten Torhüter, die wir in Österreich haben. Leider zu wenig anerkannt. Drum meine Wertschätzung, die Wertschätzung von Rolf Landal und natürlich von Herrn Professor Harald Weber. Also auch da ein sehr, sehr spannender Typ. Ja, und dann haben wir den Kollegen Harald Weber, der über den Schulfußball und über Konflikte schreibt. Und über diese Konflikte würde ich dann auch noch einiges gern sagen und über Harald Weber. Ja, und mein Bereich geht um die Firma AFS Spielerentwicklung, wo wir in das individuelle Training hineingehen. Wir sind noch nicht so weit in Österreich, um das zu verstehen, aber es wird schon langsam, es geht schon langsam in die Köpfe, dass wir mehr tun müssen,
um nach oben zu kommen, 3-4 Mal Training im Mannschaftsbereich reicht einfach nicht aus. Und das ist inhaltlich beschrieben. In der heutigen Zeit des Internets fragt man sich, warum tut man sich das an, ein Buch zu schreiben? Liest das überhaupt noch wer? Was war deine Antriebsfeder? Und auf was können wir uns da freuen, wenn wir uns das Buch, das auch hier aufliegt und nachher noch zu kaufen ist? Was können wir uns da wirklich gefasst machen? Warum sollte man sich das Buch kaufen? Ja, alle Bücher haben einfach sehr, sehr viele Themen und sehr, sehr viele Experten, die große Themen abdecken. Ich muss dazu sagen, ich bin immer wieder der Herausgeber dazu und ich freue mich, mit solchen Experten zusammenzuarbeiten und auch von solchen Leuten zu lernen. Mir geht ein bisschen verloren, diese Wertschätzung und die Arbeit miteinander. Das bedeutet, auch andere Kollegen wertzuschätzen und zu sagen, auch dieser Mann oder Dame macht eine fantastische Arbeit. Und ja, das haben wir dann letztendlich auf einen Punkt gebracht, die Experten zusammengeholt und zu sagen, gemeinsam sind wir stärker, um in Österreich etwas zu bewegen zu können, um auch andere Linien vorzeigen zu können. Ich glaube nicht, dass es nur einen Weg gibt. Ich glaube, dass es mehrere Wege gibt. Ja, und das war unser Grundgedanke, diese Bücher zu schreiben generell. Der Untertitel heißt ja Alternative Wege in der Ausbildung. Ein sehr spannendes Vorwort hat dieses Buch, und zwar von einem wirklich Top-Experten in Deutschland, von Norbert Elgert. Was kannst du uns dazu sagen? Ja, Norbert Elgert, glaube ich, aus Schalke 04 kennt jeder. Er hat über Jahrzehnte die besten Spieler oder sehr, sehr gute Spieler rausgebracht im Jugendbereich bis zum Profibereich. Und es hat auch, wo sitzt du? Hat auch was mit meiner Freundin zu tun, die dann letztendlich wissen. Ja, gesagt hat, in einem Interview habe ich einige Dinge von ihm gehört und sagt, das gibt es ja nicht. Alles, was der sagt, von denen rede er die ganze Zeit, und haben wir dann den Mut zusammengefasst, dadurch einmal einen Brief zu schreiben. Und dann ist 2 Wochen später eine WhatsApp zurückgekommen, witzigerweise. Und Norbert war dann so nett, dass er mich einladet auf Schalke. Und hat gemeint, er nimmt sie eine Stunde. Aus der einen Stunde waren dann 4 Tage und mittlerweile ist einfach ein fantastischer Kontakt entstanden. Aber nicht, weil wir Fußball in Systemen besprechen, sondern Fußball in Inhalten besprechen und tief in die Materie hineingehen. Und wenn wir das verstehen, um was es da geht, beziehungsweise mit diesen Inhalten sich beschäftigt und nicht anfangen, ständig in Floskeln und Überschriften zu sprechen, dann wird es, glaube ich, auch in Österreich interessant, dass wir vielleicht ein paar Spieler mehr rauskriegen. Ja, also werden wir dann kurz noch auf den Norbert Elgert eingehen, der hat zum Beispiel einen Mann wie Manuel Neuer betreut. Kommt noch ein 5. Buch? Nein, also aktuell nicht. Also, und auch morgen wahrscheinlich nicht und übermorgen nicht, wenn ich dann vielleicht mein Kater los bin, nach 2-3 Rotwein. Aber es wird kein 5. Buch geben. Es hat mir riesen Freude gemacht, mit so vielen Experten zusammenzuschreiben. Aber es gibt jetzt da in weiterer Zukunft andere Dinge. Gut, wo wird man dich dann antreffen in der Zukunft? Was wirst du machen? AFS, Spielerentwicklung, klar. Aber was sind deine weiteren Ziele? Ja, so klar ist das nicht mit AFS. Ziel ist es, AFS schon auf den nächsten Level zu bringen, noch tiefer in die Inhalte hineinzugehen. Online Football Academy, die Trainerausbildungen so abzuhalten, dass es auch jeder mitbekommt, beziehungsweise auch von zu Hause anschauen kann. Auch das ist wichtig, dass man nicht da ständig um und umfahren muss. Und das auch kostengünstig anzubieten, um die Trainer weiterzubilden, um die Breite besser zu machen, um die Tiefe besser zu machen, aber was ja wichtig ist, natürlich auch unsere Spieler weiterzubringen und ja, letztendlich auf den Punkt zu bringen. Ich bin immer wieder für Überraschungen gut, was ich dann von einem Tag am anderen mache. Man weiß, dass ich immer Flauseln im Kopf habe, aber ich muss auch dazu sagen, ich stehe da ein Professor Weber ein bisschen im Wort, also somit habe ich noch anscheinend ein paar Jahre hier, aber es gibt genug zu tun und ich freue mich drauf. Profilizenz wieder Thema? Ja,
jede zwei Jahre ein Thema, ne? Und ich werde mich halt wieder anmelden für die UEFA Pro-Lizenz. Wir wissen, wie das funktioniert mit der UEFA Pro-Lizenz. Ich versuche es über die Qualität, mehr ist nicht zu sagen. Gut, ja, wir haben zuerst über deine Mitautoren gesprochen, Rolf Landau, Walter Franta, Herr Magister Harald Weber. Die zwei, Rolf Landau und Walter Franta, können heute leider nicht da sein, aber sie haben uns eine Videobotschaft geschickt und die wollen wir jetzt uns mal anhören. Brauche noch das Passwort. Dominik 123. Aha, okay, passt. Ja, hallo, grüß euch aus dem hohen Norden. Wir können euch leider keinen blauen Himmel anbieten. Typisches norddeutsches Schmuddelwetter, wie es so schön heißt hier. Wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten, in den VIP-Räumlichkeiten des VfB Lübeck. Ist recht gemütlich hier. Ja, und wir schicken euch einmal, ja, auch von mir schöne Grüße nach Österreich. Leider können wir bei der Pressekonferenz diesmal nicht anwesend sein, weil uns ja das norddeutsche Wetter ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und wir haben noch zwei Pflichtspiele zum Absolvieren. Drei, Entschuldigung, mit Sonntag. Und ja, das letzte Spiel ist am 21. Dezember. Nimmt aber nicht weg, dass wir sehr, sehr gerne dabei gewesen wären und bei der Buchpräsentation Spannungsfelder und da wären wir wirklich gerne dabei gewesen mit unserem Team, mit unserem Schulteam, was uns sehr verbindet, Professor Harry Weber, Professorin Betty Bernhardt und unseren werten Kollegen Dominik Vogelsinn. Ja, und vor allem will ich mich einmal bedanken bei der Frau Direktor Liebe, die uns das eigentlich ermöglicht hat. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass einfach Trainer in einer Schule wie Geinfahren, die wirklich jetzt, finde ich, einen sensationellen Lauf und Entwicklung gemacht hat im Frauenfußball bzw. auch bei den Burschen, dass die so eine Entwicklung und so einen Zulauf haben in Geinfahren. Und dafür, glaube ich, können wir Danke sagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir die Chance gehabt haben, hier mitzuarbeiten. Genau, und deshalb war es, wie gesagt, eine Herzensangelegenheit, zusammen etwas zu kreieren, zusammen dieses tolle Buch zu gestalten. Ja, Spannungsfelder im Fußball, die gibt es immer wieder, auch bei uns, wie wir es miteinander geschrieben haben, täglich kämpfen wir. Aber es macht immensen Spaß, einerseits mit Rolf zum Zusammenarbeiten, aber wenn wir sie dann immer wieder fast täglich mit Harry Weber ausgetauscht haben, und vor allem mit Dominik Vogelsinger. Ja, das war phänomenal. Die Zusammenarbeit, das ist wieder alles am letzten Abdruck passiert. Und Harry hat das zusammengefasst für uns, nochmal Kontroll gelesen. Und die Eva, unsere Grafikerin, hat wieder alles ausboden dürfen. Auch auf diesem Wege ein großes Dankeschön an die Eva. So ist es. Und ja, jetzt geht's wieder zum Training für uns. Ich fliege heute Abend nochmal nach Hause, ganz dem, kurz. Dem geht's gut, ich war seit Juni nicht mehr zu Hause. Ich habe morgen noch einen Vortrag, also muss ich eine Fortbildung beim ÖFB besuchen, fliege aber am Sonntag wieder herauf. Leider kann ich halt dann am Montag auch nicht anwesend sein, aber ich muss diese Fortbildung machen, weil sonst nimmt mir der ÖFB meine Trainerlizenz weg und ich darf keine Torhüter mehr ausbilden und das ist schade. Das war schon. Okay, in diesem Sinne, wirklich eine tolle Buchpräsentation. Danke für die Zusammenarbeit. Ja, auch von meiner Seite. Ich wäre auch ganz gern dabei gewesen. Den fachlichen Austausch schätze ich nach wie vor immens. Persönlich ist er natürlich noch viel, viel schöner. Auf diesem Wege eine besinnliche Vorweihnachtszeit und eine tolle Buchpräsentation. Ja, das Gleiche von mir, vor allem eine besinnliche Vorweihnachtszeit und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. In Österreich, hoffentlich. Beste Grüße aus Norddeutschland.
Ja, Walter Franta und Rolf Landau beim VfB Lübeck in Aktion. Ja, wir kommen zum nächsten Punkt der Buchpräsentation. Wir machen die Übergabe des ersten Exemplars. Bitte, Dominik. Ja, das erste Exemplar würde natürlich an unsere Direktorin Claudia Liebl gehen. Ohne ihr wäre das alles nicht möglich gewesen. Sie hat hier die schützende Hand über uns Lehrer in der Fußballabteilung, bedeutet, dass sie immer wieder unterstützend ist. Wir haben keine Zusammenarbeit mit Vereinen, wir haben keine Zusammenarbeit mit Vereinen. Unser Ziel ist es, hier Spieler zu entwickeln, keine Politik zu machen. Und ja, und für diese Unterstützung möchte ich jetzt in Vertretung Frau Magister Martha Herb bitten, um dieses Buch zu übernehmen. Vielen, vielen Dank. Ja, vorweg möchte ich jetzt einmal an Professor Harald Weber übergeben. Ich habe dann zwar noch einige Worte an dich, aber du hast einiges zu sagen. Etwas vom Fußball verstehen, was bedeutet das denn? Nichts. Der Fußball erlaubt zu viele Wahrheiten. Und außerdem hat uns Borges schon darauf hingewiesen, dass Recht zu haben eine Unverschämtheit ist. Vielleicht ist es besser, von hinten anzufangen und zu versuchen, die erste Frage zu beantworten. Was ist Fußball? Trotz seiner Unsauberkeiten und Verirrungen ist Fußball für mich in erster Linie und im Wesentlichen ein Spiel. Deshalb handelt es sich um eine ernsthafte Sache. Werte Gäste, mit diesen weisen Worten Jorge Valdanos könnte ich diese Bühne eigentlich wieder verlassen, denn damit ist grundsätzlich alles gesagt, was uns hier am Gymnasium Bad Vöslau Geinfahren mit Fußballbetrauten seit Jahren beschäftigt. Doch ich stelle mich stellvertretend für Sie kurz einige Konfrontationen, die sich aus dieser Beschäftigung ergeben. Da wären zum einen die fachlichen und pädagogischen Herausforderungen, die sich als Unterrichtsarbeit und als Erziehungsarbeit manifestieren. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich seit 2012/13 bis auf Franta und Landerl, die durch Kummer und Vogelsinger ersetzt wurden, das gleiche Team sich diesen Herausforderungen stellt bzw. stellen darf. Direktor Liebe, Dr. Kummer Frosch, Magister Retter, Bernhard Gerb Weber. Ich erinnere mich noch sehr gut, als wir nach dem Abgang Landerls, Landerl war immerhin als ehemaliger Teamspieler Zugpferd unseres Zweiges und hatte auch die sportliche Leitung inne, bei Direktor Liebel wegen eines gleichwertigen Ersatzes vorstellig wurden. Nach einem kurzen Gespräch zog Direktor Liebel kompromisslos einen Schlussstrich. Nein, das macht ihr. Sehr viel Vertrauen wurde uns damals entgegengebracht, das uns beflügelte und das wir natürlich nicht enttäuschen wollten. Dem Bildungsauftrag nachzukommen, eine Ausbildungsphilosophie zu entwickeln, Heterogenität zuzulassen, sie sind übrigens das Signifikantum unseres Fußballzweiges geworden, schlussendlich einen Wertekodex zu erarbeiten, der etwas zu einer positiven Lebensbewältigung der uns anvertrauten jungen Menschen beitragen kann, das sind diese Herausforderungen. Vor dem Hintergrund einer tollen Infrastruktur, die Nische im Ausbildungsspektrum des südlichen Niederösterreichs zu besetzen, dabei nicht Sportgymnasium zu sein, sondern ein Realgymnasium mit sportlichem Schwerpunkt, hat den dialektischen Prozess unter uns Freunden im Team vorangetrieben, wie Sie im nun vorliegenden Band nachvollziehen können. Und da wäre zum anderen die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand Fußball, mit seiner Dimensionalität, mit systematisierten, aber auch archaischen Zugängen, mit Belastungen, die sich zwangsläufig aus der dualen Ausbildung Schule, Sport ergeben,
aber auch mit methodischen Modellen, wie die konkrete Arbeit, sich nicht nur am Wettkampf orientiert. Das Bemühen, Denken und Tun in Einklang zu bringen, erzeugt Spannungsfelder, die wohl am meisten fordernd für uns Fußballlehrer hier am Schulstandort sind. Ich möchte an dieser Stelle nicht nur meinen Kollegen für dieses Bemühen danken, sondern vor allem Direktor Liebel, die diesen Prozess umsichtig begleitet. Vielleicht lässt sich ein bisschen Geinfanggeist entwickeln, wenn es uns gelingt, eine Kultur der Anstrengung und eine Pädagogik des Denkens unsere Schüler und Schülerinnen erleben zu lassen. Weil hier aber immer noch Menschen am Werk sind, ist das Ganze halt eben nicht so einfach. Aber wir arbeiten daran und wir glauben einfach daran. Danke. Ja, danke, Herr Professor Harald Weber, für die Worte zum Schulfußball. Dominik, du wolltest noch ein paar Worte bezüglich den Herrn Weber anbringen. Bitte, das ist jetzt die Möglichkeit. Ja, generell, ich fange einmal bei A an und meistens vergesse ich dann immer B und C zu sagen, weil ich manchmal ein bisschen chaotisch bin. Aber ich bitte Sie alle nun, die Augen zu schließen. Genau das, was Sie jetzt sehen, also sagen wir so, ich würde nicht hier stehen, wenn es diese Menschen nicht geben würde. Sie können die Augen aufmachen. Das bedeutet, ich würde hier vor nichts stehen, vor keinen Büchern, vor keinem Publikum, vor keinen Freunden, vor keinen Kollegen. Alle diese Menschen in diesen Büchern haben mir sehr, sehr weitergeholfen. Wie gesagt, ich agiere in diesem Buch und in anderen Büchern als Herausgeber und bin froh, mit Experten arbeiten zu dürfen. Und ich weiß, es wird jetzt ein bisschen länger dauern und das ist wahrscheinlich immer das Anstrengendste an dem Ganzen und dann schicke ich sich auf Wein und Brötchen. Aber es ist mir in meiner letzten Buchpräsentation eine riesen Herzenswunsch, sich bei allen zu bedanken. Und ich beginne in erster Linie natürlich bei der Frau Direktorin, die das möglich gemacht hat, das habe ich vorhin schon erwähnt. Dann bei Martha Herb, die dieser Ruhepol bei uns ist, wenn es einmal ein bisschen hektisch abläuft. Und das Wort Spannungsfelder trifft es die letzten zwei Wochen. Und es ist immer wieder angenehm, ich komme immer gerne in die Küche und esse eine Kleinigkeit mit. Vielen Dank für deine Arbeit, für deine ehrlichen Worte und natürlich auch, du bist beteiligt an zwei Büchern und freue mich sehr darüber. Vielen Dank. Weiters möchte ich mich bedanken bei der Frau Professor Bettina Bernhardt, die momentan nicht zu sehen ist. Das ist Frau Professor Bettina Bernhardt. Wenn es ins Rampenlicht geht, verschwindet sie. Frau Bettina Bernhardt ist vielleicht manchmal nicht so einfach, aber ohne sie würde das alles nicht funktionieren, weil wir ein wenig in einer Zeit leben, wo jeden etwas egal ist. Ja. Und ich sage mal, wenn wir mal ein paar Bälle verschlampen, ja, dann haben wir mal ein paar Bälle verschlampt. Und wenn wir ein paar Leiberl verschlampen, verschlampen wir mal ein paar Leiberl. Und wenn wir ein paar Dinge vergessen auszuschreiben, ja, dann haben wir mal vergessen. Und Frau Professor Bettina Bernhardt ist dafür zuständig und steht 100% dahinter, dass das alles passiert und wieder organisiert ist. Und das, was sie für diese Schule leistet, das kann ich hier in Worten nicht wiedergeben. Also einen großen, großen Dank und ich freue mich aber trotzdem auf morgen, dass wir ein bisschen streiten können, vielleicht wieder ein bisschen diskutieren. Vielen lieben Dank, Frau Professor Bettina Bernhardt.
Weiters geht es mit meinem Kollegen Professor Philipp Kummer. Ja, wir sind zwar manchmal vielleicht ein bisschen lockerer unterwegs, aber ich schätze deinen Umgang mit den Kindern, mit den Schülern, du hast einen unglaublich pädagogischen Zugang. Wir hoffen sehr, dass du uns weiter unterstützt, aber auch fachlich unterstützt, dich mehr einbringst, noch mehr einbringst, weil du einfach menschlich ganz schwer in Ordnung hast, sowas kann man nicht lernen. Und du spielst lange, lange schon Fußball, bist Kapitän deiner Mannschaft und wir sind überzeugt, dass du auch deinen Schülern viel, viel mitgeben kannst. Also du kannst und wirst ein großartiger Trainer werden. Vielen Dank, Philipp. Mein nächster Dank, es kommt gleich zum Wein, ja, es kommt gleich zum Wein. Mein nächster Dank geht an Retterflo. Ich habe echt verschwitzt, dir eine Einladung zu geben. Und das passt wieder. Und ich möchte mich offiziell dafür entschuldigen. Es war echt viel los in den letzten Tagen. Und wir schätzen deine Expertise. Ich hoffe, dass es mehr so Leute gibt wie dich. Dann würde es im Schulfußball, Amateurfußball und vor allem im Profifußball weniger verletzte Spieler geben, wenn man ein bisschen auf deine Worte hören würde. Ja, und ich hoffe, dass das in Zukunft in Österreich auch mehr greift und dass sie dich dann mehr zu Wort kommen lassen und dich mehr integrieren, vor allem in Großclubs, die es notwendig haben. Vielen Dank. Mein weiterer Dank geht an Herrn Anderl von der Firma Rasenreich. Diese Bälle, diese Korpusbälle, wo mir jeder fragt, was sind das für Bälle? Ja, und diese Bälle, um kurz zu beschreiben, magst du das beschreiben? Das ist, glaube ich, besser. Wer kann es besser beschreiben als der Experte? Na gut, vielen Dank für die spontane Mikrofonübergabe, war jetzt nicht geplant. Aber ganz kurz, wie lange habe ich Zeit? Halbe bis dreiviertel Stunde ungefähr? Stund? Ja, gut, also machen wir 30 Sekunden. Bitte? 17 Stunden. Ja, also ganz kurz, mein Name ist Johannes Anderl, ich habe das Unternehmen Rasenreich 2014 mitgegründet und bin Mitentwickler dieser Produkte, die von Dominik schon seit Jahren verwendet werden. Und neben dem Dominik auch von vielen weltbesten Vereinen und Verbänden eigentlich. Dazu zählt auch der DFB, Bayern München oder die Fußballschule von Real Madrid. Und ganz kurz, was diese Bälle machen. Der Dominik kann das vielleicht dann doch noch besser beschreiben als ich, weil ich eher der Theoretiker bin und der Dominik auch im Praktischen noch mehr Ahnung hat als ich. Aber grundsätzlich kann man damit alles machen, was man mit einem normalen Fußball auch machen kann. Und so kann man dann die Bereiche Reaktion, Koordination und Konzentration trainieren. Wobei Koordination stellvertretend für Technik und Konzentration stellvertretend für die Handlungsschnelligkeit steht. Das heißt, unterm Strich, man haut die einfach in der Mitte von einer Spiel- oder Übungsform einmal rein, hört nachher mit dem runden Ball auf und hat einen zusätzlichen Trainingseffekt. Das heißt, man kann damit effizienter und effektiver trainieren. Dominik, jo. Magst du dem noch etwas hinzufügen? Nee, eigentlich nicht. Ja, passt. Also es wurde einfach alles gesagt. Ja. Ich muss noch einmal kurz dem Dominik das Mikrofon wegnehmen und mich beim Dominik bedanken. Ja. Danke, Dominik. Ich bin leider noch nicht fertig, meine Damen und Herren. Also ein bisschen gedulden müsst ihr euch noch. Und zwar Professor Harald Weber, Frau Magister Martha Herb und Frau Professor Bernhard hat gesagt, ich soll mir einmal gewisse Dinge aufschreiben, sonst vergiss ich es. Ich habe gesagt, eigentlich vergiss ich gar nichts. Ja? Aber es ist wirklich tatsächlich so, ich vergiss manchmal Dinge. Und ich möchte mich bei der Personalvertretung Magister Christoph Abhinger bedanken, wenn der vielleicht hier ist gerade, für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Auch das
gehört, erwähnt, und ich hoffe, sehen Sie wieder vorne auf einen Kaffee nächstes Mal. Sehr gerne. Dann natürlich an unsere Musik. Das war das Einfachste zum Überreden, Herr Magister Christian Gutscher. Vielen, vielen Dank für die Musik, für das ganze Aufpacken. Also, unabhängig davon bist du ein unglaublich sympathischer Kerl und wir arbeiten sehr, sehr gern mit dir zusammen. Es gibt immer wieder einen Schmäh, wenn wir vorbeigehen, und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, so wie der Kollege schon gesagt hat, einfach Mensch bleiben, und das bist du. Dann möchte ich mich noch bedanken bei Benny und Martin, die das, unsere Haustechniker, die das alles organisiert haben und Tag und Nacht daran arbeiten, nicht nur, dass das hier steht, sondern auch unsere Plätze oder unser Platz wirklich in einem Top-Zustand ist, den man in vielen, vielen großen Vereinen nicht so vorfindet. Ja, und jetzt kommen meine letzten zwei Danksagungen. Die eine ist die Frau Eva Denk. Wo ist sie denn? Ja. Eva, du hast wieder das Buch unfassbar hingebracht, gut gesetzt, sagt man das so, gut gesetzt? Das ist schön. Und vor allem in einem Zeitrahmen, wo wir glaubt haben, das ist nicht möglich. Und du hast es wieder geschafft. Und Harry und ich schütteln jedes Mal nur den Kopf und sagen, das gibt es nicht, wie du das machst. Ne? Und was ja auch angenehm ist, dass dir auch dieses Gehen, so wie wir, dass du einen ein bisschen am Nerv gehst, wenn was nicht passt. Und das finden wir hervorragend. Und darum kommt letztendlich Qualität raus. Vielen, vielen Dank, Eva, für deine Arbeit. Freut mich sehr. Und wenn ihr ein fünftes Buch schreiben würde, dann komme ich natürlich wieder gerne darauf zurück. So. Technische Qualität, technische Qualität. Ja, mein letzter Dank, und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und das, was ich jetzt sage, ich meine, generell kommt immer alles von Herzen, das aber vielleicht noch tiefer. Ich habe viele, viele Fußballtrainer kennengelernt, die, wo man sagt, das sind Fußballexperten, aber all diese sind für mich keine Fußballexperten, wenn man einen Mann kennenlernt, und das ist Herr Professor Harald Weber. Ich bin noch nicht fertig, das dauert etwas länger. Rolf und Walter sagen immer, er ist unser Mentor. Du triffst immer alles an Punkt. Ich weiß nicht, wie du das machst. Fachlich unfassbar stark. Ich finde es schade, dass man deine Qualitäten über die letzten Jahrzehnte nicht erkannt hat. Darum versuchen wir gemeinsam, Rolf, Walter, meine Wenigkeit, das im Vorschein zu bringen. Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ich glaube, Walter hat am Anfang gesagt, wie er dich gesehen hat, und meine Wenigkeit auch ein bisschen im Trainingsanzug, was, der soll uns jetzt da Fußball erklären. Ja, und du hast uns Fußball erklärt in einer Tiefe, die viele nicht verstehen. Und du bist nicht nur ein unglaublicher Fachmann, sondern ein überragender Mensch. Ich kann jederzeit zu dir kommen, und ich weiß, das passt zu 100%, und ich schätze das, und ich weiß nicht, wie oft du schon die schützende Hand über mich drüber gelegt hast, wenn einmal, du sagst immer, ich bin der Freigeist hier, und der Freigeist, der, ja, der kommt einmal, der geht dann wieder und der macht das, und, aber du weißt es zu schätzen, ab dem Zeitpunkt, wenn wir über Fußball sprechen, ab dem Zeitpunkt, wenn wir am Platz draußen sind, dann herrscht hier absolute Qualität, und das macht extrem Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und dieses Buch widme ich Professor Harald Weber, weil er extrem viel dafür investiert hat, und wer seine Worte darin liest, der wird extrem viel Spaß haben. Einige müssen es zweimal lesen oder dreimal, ich auch. Und ja, es kann nur jeder profitieren davon. Unterm Strich habe ich. Vielen, vielen Dank für deine Zusammenarbeit. Vielen, vielen Dank für deine Mühe.
Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ne? Jetzt muss ich das erste Mal, letztes Mal habe ich ein bisschen Tränen gekriegt beim Champions League Finale, wie Barcelona gewonnen hat. Das ist schon ein bisschen länger. Harald, vielen, vielen Dank an dich, vielen, vielen Dank an alle, die hier sind. Vielen, vielen Dank auch an unsere Mädels, die unfassbare Arbeit am Platz liefern, aber auch eine sehr, sehr schöne Außendarstellung, wenn es darum geht, Turniere, wenn es darum geht, etwas zu organisieren, wenn es darum geht, einfach die Dame zu stellen, und das macht sie einfach. Vielen Dank auch an diese Mädels von der Fußballabteilung. Ja. Viele Worte. Ich habe ja immer wieder das Problem, wenn ich über Fußball spreche, dass ich dann immer mehr aufhöre. Darum werde ich nicht mehr über Fußball sprechen heute. Nur einmal vielen Dank, dass ihr bei der Pressekonferenz wart. Ui, und da haben wir es wieder. Ich brauche einen zweiten Notizblock. Und zwar habe ich wirklich wieder mal eine Dame vergessen, und das ist unsere Schulärztin. Und das ist die Frau Magister Kummer Frosch. So. Und ja, auch bei ihr habe ich die Einladung vergessen. Ja, und das Problem ist an dem Ganzen, dass sie dann nicht da ist, weil sie natürlich keine Zeit hat. Aber sie hat mir verziehen, und ja, sie macht für uns eine unglaubliche Arbeit, betrifft, wenn Spieler Kleinigkeiten haben, wenn Spieler große Dinge haben, sie erledigt es mit einem Lächeln, sie bringt Spieler schnell wieder zurück auf die Bahn. Ja, und ich möchte mich auch hier dafür bedanken und noch einmal entschuldigen, dass ich sie zweimal mittlerweile vergessen habe, plus, dass ich sie aufgeschrieben habe. So, von mir war es das jetzt. Ne? Und ich bitte nun zu Brötchen und Wein und natürlich zu unserem Buchverkauf. Es muss ja wieder natürlich ein bisschen Geld in die Kasse hier kommen, und freuen uns darauf, auf Rückmeldungen natürlich. Und wenn es Fragen gibt, stehen wir natürlich gerne zur Verfügung. Vielen, vielen Dank. Danke an alle. Ja, danke Dominik. Nun ist nicht so weit mit Brötchen, das ist ein bisschen voreilig. Wir haben ja noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und zwar, ich habe es vorher erwähnt, das Vorwort hat Norbert Elgert geschrieben. Ausbildungstrainer bei Schalke 04. Er hat Topstars ausgebildet wie Mesut Özil, Manuel Neuer, Leroy Sané, Julian Draxler, Benedikt Höwedes, Thilo Kehrer, Ralf Fährmann und. Und wenn so ein Mann ein Vorwort für das Buch von Dominik Rolf und von Herrn Weber und von Walter ein Vorwort schreibt, dann ist das sowas wie ein Ritterschlag. Also da kann man sich sicher sein, der gibt sicher nicht sein Vorwort irgendwo rein, sondern der gibt das Vorwort dort in die Bücher rein, wo er weiß, dass der Inhalt ist hundertprozentig seins. Und ich darf jetzt Ihnen das Vorwort, das dauert nicht sehr lange, kurz vorlesen. Lieber Dominik, liebe Fußballfreunde, es passiert nicht alle Tage, dass ich jemanden, den ich kaum kenne, in meine Trainerkabine einlade. Das war zwar damals dem Umstand geschuldet, dass strömender Regen unseren Gang ins Bürogebäude verhinderte, hatte aber auch damit zu tun, dass Dominik und ich uns schon im Vorfeld über Fußball unterhalten haben und Trainer sich in gewohnten Umgebungen am wohlsten fühlen. Je tiefer wir gemeinsam in der Fußballmaterie abtauchten, umso klarer kam eine große Übereinstimmung in vielen Dingen zum Vorschein. Werteorientierung, authentisches Führen und die herausragende Stellung der Entwicklung und der Verbesserung der Spielintelligenz waren dabei unsere Schwerpunktthemen. Ich persönlich habe für mich aus unseren Gesprächen sehr viel Positives mitgenommen. Für euer Buch wünsche ich dir, lieber Dominik, und deinen Freunden von ganzem Herzen viel Erfolg. Norbert Elgert.
Ja, mit diesen Worten von Norbert Elgert möchte ich die Buchpräsentation heute schließen. Ja, ich bedanke mich fürs Dabeisein, fürs Zuhören hier im Bundesrealgymnasium Bad Vöslau-Genfern. Danke Dominik, danke an das Lehrerteam. Ja, danke an Ihnen fürs Kommen. Und ich darf das vielleicht anstelle der Frau Direktorin sagen, das Buffet ist eröffnet.